Hallo Gemeinde Rock'n'Roll. So, heute mal Kurztipp, wieder was für die LC4, für die gute Alte. Und ja, was machen wir heute? Ihr seht schon, hier ist nichts drin und da bauen wir jetzt was rein. Heißt Motoreinbau. Ja? Also Motoreinbau LC4 ist ja immer so ein bisschen tricky, weil A ist er sehr schwer und er geht halt nur in eine bestimmte Richtung rein. Ja? Also quasi von links nach rechts. Und wie er das am besten bewerkstelligt, am einfachsten, ohne euch die Finger zu klemmen, hinkriegt. Und vor allen Dingen, wie er nachher, wenn der Motor drin ist, dann müssen wir ja eine Menge Bolzen überall reinschieben, wie das im Ablauf am besten und am einfachsten geht, das zeige ich euch jetzt. So, als allererstes fangen wir natürlich mal an, wir machen hier erstmal alles schön sauber. Ne? Das habt ihr natürlich wahrscheinlich schon vorher gemacht, bevor ihr euren Motor wieder einbaut. Und ja, am besten mit Silikonspray direkt dann auch noch ein bisschen nachsprühen, abreiben. Dann bleibt hier auch später nicht so viel Dreck hängen. Hm? So, dann bereiten wir uns natürlich unsere Schrauben vor. Die machen wir schön sauber. Gucken, ob die Gewinde in Ordnung sind. Zur Not nachschneiden oder neuen besorgen. Und fetten die alle ein bisschen. Warum? Diese Bolzen sitzen ja später in diesen Motorhalterungen, in die Motorbohrungen. Dann kommt trotzdem Wasser und Feuchtigkeit rein. Und manchmal holt man die raus und denkt, oh Gott, da sind die komplett zerfressen. Ja? Klar, Rost ist zwar verzinkt, aber wir wissen alle, Zink ist auch keine Dauerlösung. Also dementsprechend ne, ruhig ein bisschen Fett dran und gut ist. Dann auch eine wichtige Geschichte ist, ne, Sprühöl, egal welchen Hersteller ihr jetzt nehmt, Caramba oder WD-40 oder wie das alles heißt, das Zeug, immer hier überall schön in die Schwinge. Also die Schwinge ist ausgebaut, seht ihr hier, ne? Klar, Logo, muss heraus. Und am unteren Grundgelenk ist die noch dran. Also könnt ihr euch dran lassen. Und jetzt hier überall ordentlich am Rahmen und an den Schwingen lagern. Ordentlich Sprühe rein. Und natürlich auch die Schwingachse gut eingefettet. Ja? Fetten eigentlich immer nur dann, wenn man Straßenmotorrad hat. Wenn man ein Offroad-Motorrad hat, also wo man wirklich nur im Dreck fährt, ist Fetten nicht so dolle, weil natürlich da auch viel Dreck dran hängen bleibt und Schmutz und Sand vor allen Dingen. Da nehmen wir eigentlich lieber nur Sprühöl und holen die lieber ab und zu mal raus und machen die sauber und sprühen die neu ein. Ne? Fett, da immer nur mit Vorsicht zu genießen, auch bei Radachsen und so weiter. Also hier ist ein Supermoto, ne? Ganz klar. Der Motor sollte ja jetzt was länger drin bleiben, den haben wir überholt. Daher an alle Schrauben erstmal ordentlich Fett. Gut, wir haben alles eingeölt, alles bereit quasi, bereit gemacht. Und gleich beim Motoranbau wird es halt ein bisschen tricky, weil hier noch dieser berühmte Halter muss ja hier gleich auf die Schwinge drauf für die Bremsleitung. Und wie das am besten, oder hier hinter, wie das am besten funktioniert, das zeige ich euch auch gleich. Da gibt es einen Trick. Und das hat halt auch mit diesem Öl zu tun. Und ja, gut. Dann holen wir jetzt mal den Protagonisten und werfen den mal da rein. Ne? Bis gleich. So, hier haben wir den Bruder und wir bauen ihn jetzt ein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Rahmen neu gepulvert habt und oder ihr möchtet generell nicht, dass da Kratzer drankommen an den Rahmen beim Einbauen, legt ihr unten ein paar Papiertücher rein oder eben halt was Luftpolsterfolie. Da ziehen wir dann nachher unten wieder raus. Das ist kein Problem. Ne? So, es geht auch. Sag ich direkt mit dabei, einfacher, wenn man vielleicht vorher noch diesen Ventildeckel hier abschraubt, hier vorne, ja, den mit dem Ärmchen. Da bleiben oft Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben, mal hängen mit. Denkt dran, die gehen, wenn die kaputt sind, müsst ihr die schweißen lassen, die gibt es nicht mehr neu. Ja, also daher abschrauben, dann, wenn man Angst hat, man bleibt hängen und dann klebt man hier einfach ein Stück Gaffertape drüber, damit da nichts reinfällt. Und dann baut man ein und schraubt dann später wieder drauf. Ne? So, aber am besten packt man den halt hier und hier. Also hier am hinteren Ansaugstutzen, hier vorne am Ansaugstutzen. Früher haben wir das immer am Kickstarter gemacht. Das ist aber ein bisschen schwer, hat man schlecht, oder kann man den Motor schlechter kontrollieren. Weil, müssen jetzt reinheben, legen den hier auf das rechte Knie. Oberschenkel und kippen ihn jetzt langsam. Legen wir ihn ab, packen ihn beidseitig und da ist halt das Problemchen hier oben am Querrahmen, an der Versteifung, kann dann schon mal dieses Ärmchen hängen bleiben.
leicht ankippen den Motor und dann rein. Ne? So, drin sitzt er. Ja, und das war schon die halbe Miete, ne? Also das Schwere. Jetzt geht's weiter. So, jetzt hängt der Motor drin, ja, liegt jetzt hier unten auf. Ich habe die Lappen mal rausgezogen, vorsichtig. Und jetzt geht's los. Und jetzt holt ihr euch ja, einen alten Schraubendreher, hier einen alten Kreuzschlitz oder einen Bolzen, der ungefähr so dick ist wie die Originalschraube, die hier reingehört. Ne? Also hier dieser Bolzen, aber doch ein bisschen dünner, weil wir dornen den jetzt quasi hier so an. Ja, so. Und damit mit diesem Werkzeug, und auf der anderen Seite könnt ihr auch noch so ein Ding reinstecken, könnt ihr dann diesen Motor hin und her bewegen. Ja? Seht ihr das? So. Ohne großartig euch die Finger zu klemmen oder ja, 10 Mann zu brauchen, die dann irgendwie dann halten und dann Schrauben rein. Und ihr beginnt jetzt, wenn ihr das gemacht habt, mit den Frontplatten, die alle Bolzen rein, Schrauben rein, alles nur locker beidrehen, also auch nicht so randrehen, sondern nur gerade eben, dass die Mutter greift, den Bolzen rein, die Mutter drauf und dann gehen wir gleich hin zur Schwinge. Und da zeige ich euch, wie das mit dem Plastikding geht, hier mit dem Halter und wie ihr am schnellsten dann halt auch den Schwingbolzen durch den Rahmen, durch die Schwinge und durch den Motorblock bekommt. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt seht ihr hier, die Halterungen sind jetzt locker beigeschraubt, ja, also die Muttern sind wirklich, wie gesagt, nur handfest oder ganz leicht ein, zwei Gewindegänge aufgeschraubt und ich kann den Motor jetzt immer noch hier mit meinem Spezialhebel quasi bewegen. Ja, jetzt muss man halt gucken, dass wir die Schwinge dazwischen kriegen. Erstmal schon mal ein bisschen mittig positionieren hier zwischen dem Rahmen und dann wieder ganz wichtig, Moment, einmal den Motor, ne? Gut ansprühen, andere Seite. Ich muss aber aufpassen, dass ich mein Mikrokabel hier nicht drauf drehte oder hängen bleibe. So. Und jetzt setzen wir, wie gesagt, unseren Halter drauf, den für die Bremsleitung. Der sitzt halt hier auf diesem eingepressten Stahl, auf der eingepressten Stahlbüchse auf dem Motor. Und die können wir mit ein bisschen Druck sitzt die jetzt hier auf der Motorbüchse fest. Schauen wir mal, ob man das gut sehen kann. Ich schaue euch mal näher ran. Ich hoffe es. Ja, da sitzt er. Ich fahre mal die Kamera ein bisschen rum. Nee. So kann man es, glaube ich, besser sehen. So. Ja. Da ist die Bohrung, wo die Schwingachse gleich durchgeht und hier ist dann der Haken. So, und jetzt setzen wir da auch noch mal ein bisschen Öl drauf, weil wir wollen ja, dass alles gut rutscht. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und stecken die Schwingachse rein. So, jetzt bauen wir die Schwingachse ein und jetzt ist ganz wichtig, bevor ich irgendwas mache, nehme ich erstmal die Kette, falls die noch auf deiner oder auf eurer Schwinge auflegen sollte. Ihr müsst ein Kettengit jetzt nicht neu machen oder habt die Kette nicht komplett entfernt. Legt ihr die erstmal so auf die Getriebeausgangswelle, weil sonst wärt ihr uns gleich hier beim Einbau mit Sicherheit im Weg oder klemmt irgendwie oder bleibt hängen. Daher immer hier drauflegen, dann ist er aus dem Weg. So, dann gehe ich vorsichtig hin, habe natürlich auch wieder hier meinen Schraubendreher unten drin in dem Motor, mich ihn bewegen kann und fahre die Schwinge langsam Richtung Motor. Alles gut geölt, ne? Und dann kann ich die Schwinge auch so reinschieben. So, damit habe ich schon mal die Schwinge im Rahmen fixiert. Und jetzt muss ich natürlich nur noch in die Bohrung vom Motor.
Und da hilft mir wieder mein Schraubendreher. Damit kann ich ein bisschen anheben. Ja, seht ihr hier? Ja, und so, das klemmt ein bisschen. Jetzt hole ich mal einen Plastikhammer. Ja, heb ein bisschen an und klopf vorsichtig die Achse durch den Motor. Ich merke irgendwann, da habe ich einen Widerstand gleichen. Wieder ganz leicht. Ihr seht, ich haue noch ganz leicht. Ne? Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Hier diese Mutter hat, beziehungsweise der Rahmen, diese Aufnahme hat hier einen Ansatz. Der muss halt hier mit einer Fläche des Sechskantes übereinstimmen. Die Mutter ist dann fixiert und ihr könnt auf der anderen Seite anziehen, ohne dass sich hier was mitdreht. Ne? Daher muss die natürlich auch genauso rein. Ne? Seht ihr hier? Da sitzt dann die Mutter gegen diesen Ansatz und kann sich nicht mehr verdrehen beim Anziehen. So, das war schon die halbe Miete. Die untere Achse machen wir ganz zum Schluss rein mit den Distanzstücken oder dann mit Halterungen für den Motorschutz. Gut, aber die müssen wir ein Stück nach vorne schieben, dann muss halt der Halter ein Stück zurück. Das kann man auch zum Schluss machen, wenn man erstmal Draht drin hat, dann kann man erstmal das Hinterrad einbauen und dann in aller Ruhe den Halter entfernen und dann von unten die Achsen reintun, ne? Oder die Achse einschieben. Machen wir aber von hier aus. Dafür gehen wir wieder auf die andere Seite. Ich habe jetzt den Motorhalter einfach ein Stück, den Motorradständer ein Stück nach hinten geschoben. Ihr müsst aber immer ein bisschen aufpassen, ne? Man darf nicht zu weit, weil dann kriegt das Motorrad manchmal eine Eigendynamik, wenn ihr vorne das Vorderrad nicht blockiert oder was zum Gegenlegen habt. Dann rutschen die gerne mal komplett über den Rahmen von dem Ständer und das Ding liegt am Kreuz. Also da mindestens mal Bremse fixieren oben, wenn ihr keine Bühne habt mit vorne mit einem Anschlag. Und macht das auf dem Boden, Kabelbinder über die Bremse, dann kann nichts passieren. Ne? So, dann einfach, ja, hier kommen nur diese runden Bolzen zwischen oder die runden Büchsen zwischen. Achse rein. Der hängt natürlich noch ein bisschen in seinem Lochstich. Dementsprechend ist er noch was schwer. Kommt aber dann automatisch etwas nach oben. So. Und wenn jetzt die hintere nicht ganz reingeht, weil der Motor immer noch ein bisschen verschoben, verkantet ist, einfach wieder einen Schraubendreher nehmen. Ein bisschen hebeln zwischen Rahmen und Motor. Ihr habt genug Luft, der Motor geht auf Seite, ja, und ihr könnt hier in aller Ruhe den Bolzen durchdrücken. Ja, jetzt haben wir den Motor komplett verbolzt und jetzt zieht man an und da gibt es eben halt auch einen Ablauf, wie man das am besten macht. Dann machen wir das gleich. So, bevor wir jetzt den Motor festziehen an diesen Punkten 1, 2, 3 beziehungsweise dann noch die zwei Halterungen, versuchen wir eins und zwar, wir versuchen jetzt den Motorblock spannungsfrei zu montieren. Spannungsfrei heißt, momentan haben wir ja Last auf den Motorbolzen, ne? Weil der Motor ist jetzt mit seinem ganzen Gewicht, liegt er auf den Bolzen auf und hat natürlich, wenn ich ihn so festziehe, links und rechts Spannung beziehungsweise wird verschraubt vom Rahmen, aber liegt auch auf dem Bolzen auf. Und die ganzen Vibrationen und Momente dieses Motors gehen direkt flächig auf die Bolzen. Das wollen wir verhindern, wegen den Vibrationen in das ganze Fahrzeug und natürlich, wenn die Motoren etwas älter werden und auch noch die Vibrationen höher, dann haben wir immer noch mehr Vibrationen auf diese Bolzen oder bringen wir noch mehr Vibrationen auf die Bolzen und haben sogar bis zum Schluss oder bis zum Endstadium, dass hier diese Bolzen quasi Vibrationsschäden bekommen und die Köpfe abscheren. Alles schon da gewesen. So, wir versuchen jetzt Folgendes, wenn das die Bohrung ist vom Motorblock, den Bolzen so zu fixieren, dass er hier quasi mittig steht, also Luft, keinen Kontakt zum Motor hat. So, und das machen wir ganz einfach. Wir legen hier einen Lappen unten rein.
und hebeln den Motor ein bisschen an. Ja, dann seht ihr, wie hier bewegt sich ja. Hier hinten noch. Und nehmen wir einen Holzkeil oder irgendwas ähnliches. Heben leicht an, nur ganz leicht. Keilen den hier fest, lassen los und schauen dann mal, ob die Bolzen hier sich leicht bewegen lassen. Ja. Unten ist es dann ähnlich, da guckt er auch nach, sind die frei? Zur Not kann man auch noch einen kleinen Keil hier reinsetzen, dass, wie gesagt, diese Bolzen frei sind. Bei der Schwinge ist es ein bisschen schwer, weil die sitzt natürlich ein bisschen spack in den Lagern drin. Das ist auch nicht so dramatisch, dieser Bolzen wird mit Sicherheit nicht abscheren, aber diese Motorhaltung hier und hier und halt auch diese Verschraubung hier sind da halt am empfindlichsten. Wenn ihr das geschafft habt, dass das alles frei sitzt, dann zieht er alles zusammen und dann ist auch gewährleistet, dass dieser Motor nur von der Pressung des Rahmens gehalten wird und nicht auf dem Bolzen aufliegt. Ne? Ja, das war die ganze Sache Motormontage LC4. Im weiteren Ablauf empfehle ich dann immer, also der nächste Werdegang, was man einbaut, ist erst das Kühlsystem, dann macht man die ganzen Ölgeschichten dran. Jetzt haben wir hier eine 660 SMC, die ist schon fertig, ja, weil das ist alles am Motor dran. Bei normalen 640er haben wir ja hier noch die Ölleitungen auf die Kurbelwelle und so weiter und so fort. Also erstmal Wasser, Öl, dann die ganzen Entlüftungsschläuche, dann die Zündanlage, dann Schalldämpferanlage und ganz zum Schluss kommt der Vergaser rein. Ja, das ist immer so mein Ablauf der Montage und auch genau umgekehrt dann, ne, der Ablauf der Demontage. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch gefallen, ne? Wie immer, ihr kennt das. Lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und die Glocke nicht vergessen, dann gibt es immer Infos für ein neues Video. Ne? Bis dann, haut rein und ciao. Also das hier, also das ist eine Senkung.